Ja, also mir liegt es ja die Hitze. Ich mag die Hitze persönlich. Ich komme damit gut zurecht. Es war jetzt nicht die schwerste Etappe von der Transalp. Die war zwar relativ lang mit 100 Kilometern, aber von den Höhenmetern war es nicht die schwierigste. Aber am ersten Tag ist jeder nervös und er wird direkt schnell gefahren. Und da muss man gucken, dass man mit seinen Kräften haushält. Das Wichtigste ist zum Schluss hier zu stehen. Meine erste Etappe gewinnen ist natürlich schön, aber wie gesagt, es geht nach 6 Tagen, ich denke, es wird richtig schwierig dieses Jahr, extrem viele Höhenmeter jeden Tag. Heute war jetzt eigentlich die Auftaktetappe relativ eher locker und jetzt mit dem Sieg heute haben wir sicher relativ mit wenig Aufwand mal das gelbe Trikot geholt. Aber wir müssen die nächsten Tage präsent sein und weiter dranbleiben.